Ja, schon praktisch eine kleine Videoreihe geworden rund um den Nabla-Operator, wie daraus auch der Laplace-Operator wird. In der Übersicht nochmal, wie ich den Nabla-Operator auf eine Funktion anwende, dadurch dann entsprechend den Gradienten von f herausbekomme, wie ich den Nabla-Operator auf ein Vektorfeld anwenden kann im Sinne der Skalarmultiplikation und jetzt eben noch Nabla-Operator im Vektorprodukt mit dem Vektorfeld, was die Rotation von dem Vektorfeld ergibt. Vielleicht einmal allgemein und dann eventuell noch ein Beispiel, aber da solltet ihr eigentlich keine Probleme haben. Danach, wenn ich entsprechend jetzt mit einem Vektorfeld, schreibe ich es doch nochmal hin, Vx, X-Komponente, Y-Komponente, Z-Komponente, bisschen geschmiert. Wenn ich jetzt entsprechend das Kreuzprodukt bilde aus den beiden Paketen, ist mal ein bisschen Schreibkram, da verwurschteln auch immer meine Delts, Vx, Vy, Vz. Da müsst ihr halt nochmal gucken, was ist eure liebste Version, ein Kreuzprodukt, ein Vektorprodukt zu bilden. Ich mache nochmal ein bisschen Platz. Es gibt da verschiedene Varianten. Meine liebste war halt immer, das muss man sich auch nicht hinschreiben, da kriegt man ein bisschen Gefühl. Ich schreibe den ersten Vektor genau nochmal so hin. Den zweiten schreibe ich auch nochmal so hin. Dann streiche ich ganz oben die beiden Komponenten weg, ganz unten. Dann ist hier der Start und dann mache ich immer Folgendes. Ich rechne immer, deshalb heißt es ja auch Kreuzprodukt, anschaulich, entsprechend hier über Kreuz multipliziert, also eine Multiplikation, minus, dann gehe ich nach hier über Kreuz wieder multipliziert. Und das Schema findet sich genau in den drei Komponenten. Ich fange jetzt hier eben an, dann hätte ich hier nach y multipliziert mit vz und das schreibe ich, ich könnte es jetzt auch direkt hier oben hinschreiben, ich lasse es jetzt so, einfach nochmal, dass es anschaulich ist, dann gehe ich hier rüber nach z und dann multipliziert mit vy. Jetzt sage ich einen runter, genau das gleiche Prinzip wieder, ich fange hier an über Kreuz multiplizieren, also nach z multipliziert, muss man mal vorsichtig sein mit dem multipliziert, dann gehe ich nach hier, auch eigentlich ganz easy, darf man den Überblick nicht verlieren, dann hier schräg über Kreuz wieder hoch, vz, dann mache ich noch hier den Einstieg und entsprechend über Kreuz multiplizieren, nach x mal vy und dann hier rüber und wieder. Jetzt wird schon fast zu einem J. Ihr wisst ja, was gemeint ist. Und über Kreuz nochmal hoch. Ja, und dann habt ihr eure ganze Geschichte eigentlich. Und dann könnt ihr entsprechend, da wird mir Video eigentlich zu lang für, falls jetzt irgendeiner dann mal schreit, also schreit im Sinne von Kommentar, macht doch mal noch mit entsprechenden Werten. Aber da müsstet ihr eigentlich gut mit zurechtkommen. Es ist ja hier rausgegriffen, einmal exemplarisch. Das werdet ihr dann wahrscheinlich in den Skripten so vorfinden. Partielle Ableitung von der Z-Komponente nach Y. So, das habe ich mir jetzt rausgegriffen. Stellt euch vor, wir hätten, jetzt mache ich doch noch ein Beispiel, weil es so schön ist. X minus Z, X Quadrat plus Y, Y Quadrat minus 4Z. Wenn ihr jetzt das Paket hier bestimmen müsstet, dann schaut ihr euch die Z-Komponente an. Die muss partiell nach Y abgeleitet werden. Das wäre hier in dem Beispiel, die Augen gehen auf das Y, also 2Y und minus 4 mal Z, das wäre eine Zahl, fällt weg. Also habt ihr euren Wert, das heißt Wert, euer Paket, was ihr hier reinschreiben müsst. Und so geht ihr entsprechend die anderen durch. Da solltet ihr eigentlich keine Probleme haben. Wer Probleme beim partiellen Ableiten hat,
kann da entsprechend in der Playlist mehrdimensionale Analysis, Funktionen mit mehreren Veränderlichen nachschauen. Da habe ich auch ein paar Übungen drin. Ja, dann kommt man eigentlich da locker durch. Das ist eigentlich so das Schlimmste gewesen. Und ich finde, da braucht man eigentlich keine großen Formelsammlungen für. Das kriegt man selber dann immer hin, wenn man weiß, die Rotation ist entsprechend das Kreuzprodukt von Nabla mit dem Vektorfeld. Und dann, es gibt auch andere Methoden, suche ich die beste aus und dann kommt man locker dadurch.